Hallo ihr Lieben, Andy Edition am Start mit einem neuen Video zu Destiny. Im Hintergrund seht ihr ein paar Konzeptarts von Destiny. Das sind Bilder, Zeichnungen und so weiter, die ein Konzept eines Unternehmens visuell veranschaulichen sollen, bevor es in ein Endprodukt umgesetzt wird. Das soll heißen, wenn ein Spiel- oder Filmentwickler sich entschließt, etwas Neues auf den Markt zu bringen, wird zuerst über das Design geredet und solche Konzeptzeichnungen werden erstellt. Bungie, die Entwickler hinter Destiny, haben viele solcher Bilder offiziell veröffentlicht. Viele davon erkennt man im Spiel wieder, doch es gibt auch einige, die wir in unseren Lieblingsspielen noch nicht gesehen haben. Es ist gut möglich, dass Bungie einige davon im Nachfolger benutzen wird, der wie ich vermute nicht, wie alle denken, Destiny 2 heißen wird, sondern einen Untertitel bekommt. Interessant finde ich, dass es auch Konzeptzeichnungen zu Gegnern gibt, die wir so noch nicht kennen. Eins dieser Konzeptarts ist mir besonders ins Auge gestochen. Und da wir sicher sein können, dass Bungie mit Destiny 2 auch neue Gegnertypen ins Spiel bringen wird, möchte ich euch dieses nicht vorenthalten. Wenn ihr meine Story-Videos über die Bücher der Trauer gesehen habt, dann seid ihr auch schon mit den Ahamkara vertraut. Die Würmer, die die Schar zu denen gemacht haben, die sie heute sind. Auf dieser Konzeptzeichnung könnten wir diese Alienrasse hier sehen, denn auf dem Bild sind auch ein paar Informationen vermerkt. Wenn man den Text links unten im Bild ins Deutsche übersetzt, bekommt man ungefähr das heraus. Die Erklärung wäre, dass der Wurm die Materialien mit der Zeit aus dem Gesicht saugt. Außerdem stehen noch verwirrende Sachen wie zum Beispiel Spielen mit Wert oder leuchtender Wurm, dunklere Haut. Das ist aber nicht ungewöhnlich, dass Entwickler auf ihre Konzeptzeichnungen Informationen vermerken. So haben sie die Möglichkeit, sich einem anderen Projekt zu widmen, ohne dass sie den für das alte Projekt vergessen werden. Rechts oben im Bild ist noch ein weiterer Text vermerkt. Hier steht übersetzt, das Kiefer rausgedrückt, um Platz für die Würmer zu machen. Wie wir wissen, sind die Schar eine Symbiose mit den Würmern eingegangen und haben sie in ihre Körper gelassen. Das könnte also auch bedeuten, dass es eine Weiterentwicklung der Schar ist und die Würmer die Schar von innen aus auffressen. Rechts unten haben wir auch noch einen sehr interessanten Text. Hier steht, zerrissene Haut oder das Material, aber vorne raushängend, als ob der Wurm es eingerissen hat, als er auftauchte. Ich finde das super aufregend, diese Texte durchzulesen. Wir wissen ja nicht, vielleicht hat der Entwickler an einem neuen Strike-Boss oder vielleicht sogar Raid-Boss gearbeitet. Und wie schon früher gesagt, es könnte auch sein, dass es eine Weiterentwicklung der Schar ist, die jetzt von den Würmern aufgefressen wird, weil der König der Schar tot ist, Oryx. Ich bin sehr gespannt, wie die Geschichte in Destiny 2 fortgesetzt wird. Es gibt ein weiteres Konzeptbild zu dieser Alien-Rasse. Nur hier ist die Qualität so schwach, dass ich die Texte leider nicht entziffern kann. Und auf diesem Bild kann man die Ähnlichkeit zu den Leibeigenen, dem untersten Volk der Schar, nicht abstreiten. Oder was denkt ihr? Schreibt eure Meinung in die Kommentare, lasst mir ein Like da, wenn ihr Spaß mit dem Video gehabt habt und abonniert mich für weitere Destiny-Videos. Viel Spaß noch und bis zum nächsten Mal.